Neue Runde, neues Glück. Ich habe eben den schönen Hund Direktor vorgestellt. Nun kommt der Notfall Aro zum Zuge. Aro ist ein Mischling. Sieht irgendwie bei der Sendung so aus in der Färbung, oder? Ja. Größe Mittel, ja, so denke mal so kniehoch. Geboren circa 2015, kann man nie genau sagen. Kastration, ja. Also, Aro kam am 2.10.2017 als Fundhund zu uns ins Tierheim. Oder? Wir haben heute 2024, genau, das sind genau 7 Jahre. Anfangs kannte er weder Halsband noch Leine. Wir haben lange gebraucht, um Aro zu überzeugen, sich ein Halsband anlegen zu lassen und spazieren zu gehen. Inzwischen kennt er die Grundbefehle und er mag die Gesellschaft der Menschen, mit denen er bereits vertraut ist. Ist schon mal gut. Ihm noch fremde Personen begegnet er anfangs etwas zurückhaltend. Das muss ja nicht schlecht sein. Schließt aber schnell Freundschaft. Das ist sehr gut. Mit Zwingerkollegen ist er gut verträglich. Gibt sogar den anderen Hunden den Ball zum Spielen. Hübsches Gesicht. Und der Ball ist für Aro das Wichtigste. Bezugspunkt, ja. Auch gut. Kann man gut damit dann trainieren. Er ist ein energievoller Hund, der viel Bewegung braucht. Das, denke ich, sieht man ihm an. Schöne Färbung, schöne Größe, schönes Lachen, ein Umlachen. Schöner Hund, ja, toll. So. Aber man muss nicht kilometerweit mit ihm laufen. Man muss nur den Ball werfen, den er immer brav zurückgibt. Das ist schon mal ganz gut, dahin zurückbringt. Aro liebt auch das Wasser. Ja, bei der Mischung kann ich gut vorstellen. Er liebt seine Artgenossen und wäre sicherlich ein guter Zweithund. Aktuell teilt sich Aro den Zwing mit Max im Zweiten und 2 weiteren Rüden und es herrscht große Harmonie unter ihnen. Also der perfekte Hund für ein kleines Hunderudel. Rettungspaten Berger, vielen Dank. Aro befindet sich bei unserem befreundeten Tierschutzverein im Tierheim Gelnhausen. So, hier sind wir. 3-farbige Hunde bringen Glück, oder? Ich hoffe, ihm bringt es Glück. Er hat 7 Jahre im Tierheim. Hier in Deutschland im Tierheim hat er auf jeden Fall 1000-mal besser als wie in Polen im Tierheim. Von daher, das Tierheim verlinke ich unten mit direktem Link zu der Aro-Anzeige. Ja, wer Kontakt haben will, gerne doch melden im Tierheim Gelnhausen. Der perfekte Hund, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu alt, nicht zu jung. Die Lage ist gut für den agilen, anpassungsfähigen Hund, Rüden, der seinerzeit aus einem polnischen Tierheim zu uns zog. Das ist der Text-Scout, glaube ich, im Tierheim Gelnhausen. Genau, da haben wir schon mal. Er fährt gut Auto, sehr wichtig. Mit und kann und man kann ihn auch mal mit dem Baumarkt nehmen. Ja, okay, alles klar. Dann geht es auch wahrscheinlich im Café oder sowas. Grundsätzlich ist er eher ein Zwei-Mann-Frau-Hund als ein Familienhund. Wie er mit Kindern ist, wissen wir nicht. Deshalb lieber ein Umfeld ohne Kinder. Was wir nicht wissen ist, dass er ein, was wir wissen ist, dass er sehr gut auf sein Zuhause aufpassen wird. Weshalb Besuchssituationen dann nur kontrolliert ablaufen sollten. Hund soll sein Zuhause kontrollieren, bewachen, gut so. Der hübsche Bursche ist sehr lernbereit und wird sicher ein toller Begleiter für hundeerfahrene Menschen. Es gibt ein paar Dinge, die er nicht mag. Das ist zum Beispiel starke körperliche Einschränkungen und Maulkorb anziehen. Ja, ich kenne keinen Hund, der das gerne macht. Diesen benötigt er beim Tierarzt. Das ist bei vielen Hunden so, ja. Hier eine größere Akzeptanz einzuarbeiten ist unser Ziel. Im Tierheim wird der Bunte von einer unserer Hundetrainerin betreut. Sie steht gerne für die Beratung zur Verfügung. Das ist gut. Wie gesagt, ein richtig schöner Hund, perfekte Größe. Ja, das ist klasse Bild. Fledermaushund. Also verträglich mit anderen, das ist schon mal sehr wichtig. So, Aro, mittlere Größe, mittleres Gewicht, gesunder Hund, verträglich mit anderen Hunden, Katzen steht es nicht dabei,
Am liebsten beherrschen Frauchen. Kinder müssen nicht unbedingt sein. Wenn Kinder, dann vielleicht ältere Kinder. Ab 10, 11, 12, 13. Ja, genau. Aaron, ich hoffe, du wirst deine Familie finden in Kürze. Du bist jetzt seit mindestens 7 Jahren im Tierheim. Ich wünsche alles Gute. Viel Glück. Tschüss.